bei der Augenlaserchirurgie, zunächst wird das Auge mit den Tröpfchen betäubt, dann wird ein Lidsperre eingesetzt und dann beginnen wir schon mit der Behandlung. Je nach Methode verwenden wir den Femtosekundenlaser oder eine Kombination aus Femtosekundenlaser und Excimerlaser. Das heißt, zuerst der eine Laser, dann kurze Pause, Vorbereitung für den zweiten Laser und dann wird die Behandlung quasi beendet. Dann wird der Lidsperre vorsichtig entfernt und dann geben wir noch meistens Tröpfchen rein, Antibiotikum, Cortison, um eben eine Infektion, eine Infektionsprävention zu erreichen. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit dem Patienten umgehen und was Sie bei uns zu erwarten haben.